So, ein herzliches Willkommen zu GTA, heute am 19.07. Wir gehen heute einen Mythos auf die Spur, der Max. Max war das, gell? Moin, Leute. Wir gehen heute einen Mythos auf die Spur, Los Santos Dreieck. Ich habe das hier im Internet irgendwo gesehen, auf YouTube. Und mir würde das sehr interessieren, ob das auch so ist. Ob man dann hier wirklich auf das Festland gespawnt wird. Ich werde heute nicht den MCW hernehmen, da es vielleicht sein könnte, dass der MCW dann weg ist. Jetzt muss ich nur noch auf Max warten. Wo bist du? Bist du schon in der Sitzung? Bist du hier schon drin? Nee. Alter, dann bist du ja am Arsch, ey. Ja. Doch, hier ist er. So. Also, ich werde dich jetzt erstmal einladen. Mitarbeiter einstellen. So. Ich habe jetzt eine Karabiner im Kartei. Naja, den habe ich auch schon längst. War das erste, was ich mir umgerüstet habe. Oh, guter Name. Kingstar GmbH. Kingstar, ja. Ich bin stolz auf dich, hast du mal mit eingebaut. Ja, holst du mich jetzt ab, oder? Ja, könnte ich auch machen, gell? Theoretisch. Bist du jetzt bei mir dabei? Ja. Was ist denn jetzt passiert? Von wo kommst du? Von links, von rechts? Von in der Mitte? Ach, da hinten mit dem Motorrad, oder? Ich bin bei deinem Firmenbüro. Ach, im Firmenbüro. Ja, Moment, ich komm rüber. Oh Gott, von hier ist aber gerade noch Helikopter, wie das Steigenwagen ganz schön holprig. Ja, ich war zufällig auf dem Knopf oben, wo ich nicht drauf sein sollte. Ich hab mir ein neues Auto gekauft. Was für ein? Den Gran Turismo Classic. Den habe ich schon längst in der Garage. Den habe ich schon längst wieder verkauft. Also ich finde, Sinn ergeht. Kommst du mal aufs Dach? Glaube ich am sichersten. Irgendwie kommt der Chef angeflogen. Ja, klar, also wir gehen jetzt wirklich mal den Mythos hier auf die Spur und schauen mal nach, ob das hier so betrifft, die Stelle. Metzger auf 12 Uhr. Oh, mit Landen bin ich heute nicht mehr so gut. Geh mal ein Stück zur Seite. Überfahre ich dich noch. Siehst du? Schon wieder. Oh, was ist das? Oh, was ist das für ein Trottel schon wieder? Wer war denn das jetzt? Was war denn das jetzt für ein Arschloch? Ich dachte, du kommst nicht abholen. Ja, toll! Ich dachte doch die ganze Zeit, hier ist ein Chat hinter mir. Ich hab's doch gehört. Ach scheiße, ich hab noch was falsch. Ja, da war er mein Chat. Was ist das für ein Depp? Der Black Panther. Ja, super, mein Leben würde ich jetzt ja morgen. Ja, toll. Kann ich nichts machen, ey.
Der kommt schon wieder angeschissen, der Typ. Da kannst du nicht hinfahren, da musst du aufs Meer raus. Ja, was denkst du? Wir suchen dann irgendein Boot an. Das könnte man auch machen, stimmt. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo es ist. Also, ich muss dann wenn dann gucken. Also, ich komme aufs Dach rauf, bleib mal oder irgendwie. Ich bin eh hier vorne schon. Ich bin ganz woanders, wo du bist. Wo bist denn du jetzt? Ich bin bei Del Piero. Was machst du denn da unten? Das ist meine Garage. Na toll. Du hast gesagt, du bist bei mir oben. Ich komme auf den Matesbank drauf, toll. Was für ein Auto soll ich mir holen? Den Contender oder den anderen? Ich hole mir jetzt einen ganzen schnellen. Den Profi-Truck. Nee, ich hole mir jetzt einen ganzen schnellen. Treffen wir uns oben beim du weißt ja mein Bunker. Warte, ich hab bestimmt angezeigt, wo. Ach du Arsch. Jetzt gib mir dann Gesundheit. Ja, und die rotzen mal weg wie nix. Dran gefahren, super. Den Bunker von mir, den weißt du ja, oder? Hier hinten bist du. Hier hinten bist du, glaube ich. Nee, das ist der Dings, ist das. Geil, der Nachbar ist auch drin. Ist auch online. Aber der interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich habe zum Bunker 9 Kilometer. Ich habe es noch schwerer wie du. Werd schon wieder verfolgt. Man merkt, du bist ganz schön heiß auf dem Video. Ich hab, weißt du, was ich vor 2 Tagen geschafft hab? Was? Das die Alien-Mission. Echt? Krass. Das war halb 4 morgens habe ich das geschafft. Es hat geregnet und ich war allein in der Lobby. Ziemlich gruselig, was? Da hat, so, da hat halt so gestanden, begib dich zum Kankudo, ne? Da dachte ich, das wäre dieser komische Konvoi da, ne? Na, ja, denkst du. Ja, und dann fahre ich da auch so um die Kurve und sehen wir von das Raumschiff, ne? Hast schon gewusst, um was es ging? Wie viele Aliens kommen? 6 Stück. Oh, schau mal auf den Stream, ey. Schau dir den Stunt an. Hast du es gesehen? Warte. Wo waren wir dann? Hier hinten beim Ding, beim Runterfahren hier. Alter. Der Schweizer soll ins Casino. Hm? Der Schweizer ist, glaube ich, noch im Casino. Wie im Casino? Der Schweizer soll ins Casino. Und so? Na, da wird es länger werden. Alter, du hast echt was verpasst vor 2 Tagen, ey, der war so breit. Boah, schwitzt mir hier an aus, ey. Der hat sich an der Olle geklärt, ne? Was hat er sich? Stefan hat sich eine Olle geklärt. Geil. Der Schweizer. Der Schweizer.
So, ich muss jetzt mal im Tunnel kurz stehen bleiben. Ich muss mal hier mein Ding anschmeißen, mein Ventilator. Hey. Bei mir ist es heiß ohne Ende. Da habe ich wieder auf mit dem Strahlen der Ventilator. Ich habe 40 Grad. Krass. Shit, höre ich gerade. Da reicht ein Ventilator nicht aus. Ihr, den neuen, den wo ich hier hinten hab, da hier. Da ist meine Fernsteuerung. Da haben Stream schaust. 29,7. Ich kann auch gut mitreden. Mit warm. No, 29 Grad ist nix. Das habe ich, wenn's gut kommt, abends. Aber ich bin da. Du bist schon da? Ja, komm gleich. Hab noch 3 Kilometer. Bin gleich da. Das ist aber auch ein Name. GTA Boss 9. Hm? Das ist aber auch ein Name. GTA Boss 9. Jo. Flachs, habe ich den. Was geht ab? Und ich bin gerade im Mythos auf der Spur. Habe auch einen Stream laufen. Moin. Und ich komm mal zu dir. Jo, komm mal rein. Wir sind nämlich in dem Los Santos Dreieck Mythos auf der Spur. Okay. Ja, ich komm mit an der Nacken. Der Mythenjäger. Du guck mal kurz, ob dieser Chat noch in der Nähe ist bei mir. Was für ein Chat? Ja, mich hat vorhin ein Chat verfolgt. Der hat zweimal auf mich geschossen, aber hat mich nicht erwischt, der Depp. Nee. Pass mal auf, Stefan, ich zeig dir mal was Cooles an meinem Auto. Wenn auch da. Guck mal, ich hab noch ein Licht. Cool. Sieht gut aus, ne? Mhm. So, haben wir irgendwo ein Boot in der Nähe? Ja, jetzt eins unten. Guck. Diesen Mythos will ich unbedingt überprüfen. Ich glaube, muss man nebenbei noch einen Computer anschmeißen und gucken, wo das genau ist. Warte mal, schmeiß ich nebenbei den Computer noch an. Ein Leppi. Vielleicht bin ich das. Hier draußen soll es wohl sein. Oder weiter droben, ich weiß es nicht. Das Los Santos Dreieck. Wenn du da am Meer hinfährst oder hinfliegst, wirst du automatisch auf dem Festland zurückgespawnt. Du kannst da nicht weiter. Obwohl es nicht zu weit draußen ist. Okay. Das weiß ich auch erst seit gestern, wo ich mir das angeschaut habe. Da habe ich gedacht, die verzählt mir ein bisschen Scheiße. Aber nö, ist er so. Jetzt warte mal. Halt, so wir soll vergessen. Er wird alles betreten. Wie ist Kennwort ist falsch? Irgendwer ballert hier rum. Ach, Alter, da hab ich gar keinen Bock, dass hier einer rum. Hm? Sag, auf hab ich gar keinen Bock. Weißt du jetzt, wo es ist? Nee, ich weiß noch nicht. Ich habe gerade ein Leppi angeschmissen. Ich muss jetzt hier noch gucken, dass ich hier reinkomme.
Hey, du bist ein Depp, oder? Was? Warum ich? Du hast mich gerade in die Luft gesprengt. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast mich gerade in die Luft gesprengt, hier. King Joe hat dich in die Luft gesprengt, schau auf den Stream. Ich hab gerade deinen Stream zugeguckt. Ja, und dann guckst jetzt mal und du hast mich in die Luft gesprengt. Was? Jetzt stehen wir da. Können wir schwimmen. Du bist wahrscheinlich ganz tot, oder? Ich bin wieder am Festland. Ich bin ja am Schwimmen. Ja, du könntest mich abholen, das könntest du machen. Das hat mich schon in die Luft sprengt. Es gibt ja gar keinen Landwirtschaftssimulator mehr. Momentan nicht, nein. Du bist da auch ganz selten online. Ja, ich spiele meiste Zeit FIFA. Oh, Spieler sind nicht mehr an der Sitzung teil. Seid ihr in einer normalen Freundessitzung oder? Nein. Öffentlich. Öffentlich. Ab mal. Kriegen wir gleich. Ja, du musst dann auf den DJ Carlos musst du mir eine Einladung schicken. Ne? Wen auf dem? DJ Carlos, mit dem, wo ich dir gerade eine Freundschaftsanfrage. Ach, du bist es gewesen! Ja. Ach, deswegen. Ja, da kannst du mich nicht finden. DJ Carlos, genau. So, jetzt bekommen wir das hin. Da, jetzt bekommen wir es hin. Jetzt. Nein, nicht Spiel beitreten. Abbrechen. Spieleinladung senden. Hier, jetzt komm. So. YouTube. Brauchen wir. Boah, ich hab mich hier voll über den Haufen. Ey. So, fahr mal ein bisschen. Ich muss jetzt mal gucken. Mein aktueller Livestream wird mir auch angezeigt, ja, ist klar. Das Los Santos 3. Geh halt in der Warteschleife. Ja. Aber ihr könnt es ja in der Freundessitzung auch probieren. Hey, mach mal eine Freundessitzung und lad uns ein. Das können wir auch da auch probieren, ist ja kein Problem. Oh. Guitar Racing, das Los Santos 3. Nee, das war's jetzt gerade nicht. So lange lassen. Ja, finde ich jetzt gerade nichts. Bin ich blöd, ey. Es muss aber da wohl dabei sein. Gebe ich das im Meer ein, vielleicht finden wir es dann. Soll ich die Freundschaftsanfrage von King Max annehmen? Bist du, oder? Wo soll ich hin? Ja, wenn ich jetzt rausfinden würde, könnte ich das sagen. Du kannst jetzt erstmal. Pass auf. Ja. Jetzt fahren wir erstmal diesen Bereich ab, ein bisschen. Hier. Den Bereich. Schau mal auf den Stream, dass das ungefähr weiß. Den Bereich ungefähr fahren wir jetzt mal ab und wenn es da nicht geht, dann fahren wir hier oben ab. Ja. Also entweder ist es hier
Oder hier hinten hinter der Landspitze irgendwo. Ich weiß es nicht genau. Deswegen will ich es ja gucken jetzt schnell, dass ich es finde. Ist schon zu weit draußen, glaube ich. Wenn der hier das da zeigen würde, wo das genau ist. Na, ich finde es auch nicht. Das habe ich nicht mehr auf der PS4 gefunden. Das finde ich jetzt hier nicht offiziell. Ja, weiter gucken. Aber es geht auch mit dem Heli besser oder so. Fahr mal an Land zurück, das kriegen wir schon. Ist jetzt, bist du jetzt da noch da? Ja, ich bin jetzt bei euch in der Sitzung. Gut, dann können wir zu dritt nämlich suchen. Es muss hier in der Gegend sein. Ich glaube, dass es hier hinten draußen ist. Ja, ich fahr mal zu euch schnell. Also dass es hier draußen ist, wo? Hier vorne draußen. Ich glaube, hier vorne draußen ist es wo. Es muss da wo sein. Ich sage ja, es würde mit dem Heli besser klappen. Oh, Musik ist ja raus. Wegen GEMA. Da war's! Hast du gesehen? Lol. Das war die richtige Stelle. Es war hier ungefähr. Hier ist so ein Los Santos Dreieck. Gefunden. Mythos bestätigt. Ich hatte eine Idee, welchen Mythos jetzt. Hm. Wie wäre es mit einem Minenschacht? Weißt du denn? Nö. Hast du es gesehen? Wird man hier gespawnt. Ohne Grund. Du bist nur noch ein Stück vorne. Ich sag doch, das muss hier wohl in der Nähe sein. Ich hab doch, da habe ich doch richtig aufgepasst, dass es hier draußen ist. Hier ungefähr draußen ist es. Da ist irgendwas, was die da noch vorhaben von Rockstar Games. Da draußen zu machen. Da ist irgendwas, haben die da vor. Ich dachte auch gerade, hä? Super! Ja. Funktioniert ich dachte, nicht? Ich dachte, Bildschirm schwarz, was jetzt? Genau, Los Santos Dreieck. So, jetzt brauchen wir. Jetzt hole ich mir extra nochmal einen Heli. Ich habe noch 7 Kilometer vor mir, bis ich baue ich bin. Macht nichts, kommen wir erstmal hier hin und dann zeigen wir dir das auch noch. Das ist schon krass. Du bist einfach mal hier in so einem Dreieck drin. Komm, ich flieg in den Heli. Ja, ich auch. Der Heli-Pilot. Mitarbeiterfahrzeuge. Was haben wir denn hier? Lass uns mal einsteigen, bitte. Ja, das meiste, was ich vorhab. Ach, ich muss dich erst noch mit einladen hier. Ob mal. Sonst kann er gar nicht mitfliegen. Mitarbeiter einstellen, Freunde. Müsstest eine Einladung bekommen haben. Ja. Da hinten ist er.
Wer kommt dich holen? Ja, ich bin 4 Kilometer noch von euch entfernt nur. Ja, die 4 Kilometer, ich komme dir 2 Kilometer entgegen, dann passt es. Also wenn du jetzt ein Heli über dir dann siehst, dann bitte nicht schießen, das sind wir. Passiert eh nichts, weil ich bei dir in der Firma bin. Hä, denkst du, der andere hat mich vorhin auch zerlegt. Auf dem Meer oben. Okay, weil normalerweise geht das nicht. Höchstens du hast Freundebeschuss ein, also Teambeschuss ein. Zieh dich. Langsam, langsam, dass wir ja den Heli da nicht schrotten, ne, weil den brauchen wir jetzt dann. Jetzt kommen erst wir und dann kommen die anderen. So, jetzt fliegen wir nochmal auf die Ecke raus, dann siehst du es auch. Das nicht heißt, ich erzähle hier Käse und er. Was passiert? Wir werden einfach schwarz und tun dann irgendwo am Land spawnen. Genau. Und darum habe ich nämlich Angst, wenn ich hier mit meinem MCW hinterfahre, mit meinem Panzer, dass der dann weg ist, weißt? Das ist die Befürchtung. Wo waren das ungefähr? Hier, oder? Guck. Und am Land. Ja. Gab doch nicht wieder. Und der Heli ist auch weg. Mitten auf der Feldstraße gespawnt hier. Was ist denn hier kaputt? Bist du behindert geworden oder was, du Idiot? Raus da! Das ist ein Weiberlein. Oder? Das ist ein Überfall. Tobi! Ja. Warte, ich bestelle ein Auto. Ich bin doch schon im Auto drin, hier, guck! Wir fahren doch schon! Ach, komm her! Auto, das hat nichts. Ist egal! Das Auto. Ja, kann nichts, das ist aber immer noch besser wie zu Fuß zu gehen. Genau! Das ist schon krass, weißt du, du fliegst einfach da ein Stück hinter. Wumps, schwarzer Bildschirm. Weg. Martin, ich hab mir übrigens ein neues Auto gekauft. Hast du mir vorhin schon gesagt. Lowrider. Das ist dein Auto, oder? Das ist meiner, ja. Pass mal auf, was kann man mit deinem Lowrider? Welches Auto nehme ich dann von meinen 240 Stück, die ich habe? 240 Stück. Man weiß immer nicht, was man nehmen soll, gell? Das ist ja das Problem. Ja. Ruf ich Mechaniker an, kann ich nicht mal ein Auto dorthin bestellen, wo ich stehe, oder? Das sind Preis. Na, du erst ein Stück weg musst. Du musst erst zu einer Straße kommen. Ach komm, was willst du mit den Lowridern? Das ist so langweilig. Hey, wir bräuchten jetzt noch ein Boot. Geil, ich habe einen Trailer für ein Boot. Alter, das müsst mal ausprobieren. Okay, neue Challenge. Bestellt euch mal ein Boot. Das wäre geil. Oh, Hänger abgehängt. Scheiße. Warte, hol mich mal ab. Dann ich kann ein Boot bestellen. Na, bestellt einfach eins und ich komme da hin, wo es ist. Aber ich habe hier den Hänger abgehängt, das ist das Problem. Pegasus. Ein Pegasusi. Oh, ich schaffe nur ein U-Boot, scheiße. Ist egal. U-Boot passt auch. U-Boot passt garantiert ja nicht drauf. DJ, hast du ein Boot? Ich habe eine große Yacht. Nee, die hilft uns nichts. Für das ist der Hänger zu klein.
Autsch! Hat sich erledigt, vorerst. Oh, der Plattlinger ist gleich an der Mine, wollte ich nur sagen. Was für eine Mine? Achso, bei mir? Da oben. Ja, da oben im Wald ist eine Mine versteckt. Echt? Hast du die versteckt? Nee, ich hab die nicht dorthin gebaut. Ach, die schwarze hier, oder wie? Das hier? Nee. Nein, da ist eine richtige Mine. Wo? Ja, ich muss dann gleich mal gucken, YouTube, da finde ich. Ja, ich hab das hier auch von YouTube, was ich... Wow! Mit Schiebetüren! Geil! Farbit my Putzi. Carbon. Kannst du den umbauen, oder wie? Ja. Cool. Warte, ich schick dir mal ein Bild von meinem... Alles mit der Schiebetür, das finde ich cool. Hier gibt es mehrere so Minen. Da gibt es hinten beim Flughafen auch einige. Bei ja, Sandy Shore. Lass mal da überall hinfahren, würde ich sagen. Ja, dann muss jemand. Das ist nicht zufällig das hier? Wo das ist. Nee, es ist ein Rohr. Das ist ein, irgendein Rohr. Aber das hat so ein Vordach. Hier links. Von meinem Geld hab ich. Achso, da bin ich drauf gepasst. Ach komm, lass uns. Das schauen wir später an. Oh, was ist jetzt? Du hast meine Haube abgemacht. Ja, wie soll das gehen? Nur mit hingehen! Alter, wie geht denn das? Die war nämlich offen. Geht das mit der Tür auch? Nee. So ein Blödsinn. Fällt die Haube ab. Und hier soll wohl nur eine Mine sein, hier im Wald, oder wie? Du musst da immer, wenn die da was zeigen, immer was Bestimmtes merken. Ich habe mal die Landspitze gemerkt. Ich muss mal die Musik abstellen. Ach nee, es ist mein Ventilator hinter mir. Ah, das mit der Schiebe. Nee, das mit der Schiebetür ist eine geile Sache hier. Steigt er trotzdem vor, nein. Angeber. Ah, weißt was? Wenn du schon hier mit dem Ding angibst, dann hole ich mal mein Biest. Meinen roten Stier hole ich mal. Muss ja aber gucken, wo der drin steht. Hier. Ach, ich bin so nah an meinem gegenwärtigen Fahrzeug dran. Na super, fahr mich mal ein Stück weg. Ja, passt schon, lass gehen. Nicht zerstören. Apropos zerstören, muss ich mal nachgucken. Gut, passt, dürfte reichen.
You need something, huh? When you ride, let me know. I'll bring it by. So, dürfte gleich mein roter Stier kommen. Das ist der Sun King SRB, oder? Der hier. Warte. Nee. Contender ist das. Da hat einen irgendeiner Söldner gerufen. Irgend so ein Drecksack, ja. Die haben aber keine Chance gegen uns. Ich dachte mir gerade, Alter, was geht denn jetzt hinter mir ab? Warum ballert er? Ja, ich dachte mir's auch gerade. Achtung, von vorne. Oh, scheiß Zibi! Der ist schon tot. Du hast uns nicht zufällig Söldner auf dem Hals gehetzt? Ich? Ja. Nee, nee. Achtung, da kommen noch welche. Ja, ja, sollen nur kommen. Boah, Alter, was war denn das jetzt? Ich hab auf den Tank geschossen. Oder ich? Nee, komm, Bullen. Wir haben Bullen auch noch, toll. Und komm, steigt alle schnell ein. Steigt alle ein, schnell. Nee, warte mal. Und baller nicht so lang rum, weil ihr mein Fahrzeug auch in der Nähe steht. Er steht hier ums Eck. Weg. Wer? Oder? Ah, das ist, glaube ich, sein Fahrzeug. Nee, nee, das hier ist der von den Söldnern, weil ich lass mich da mal kurz killen oder ich ruf, nein, warte mal, ich rufe mal bei Letzter an, kann ich auch machen. Das geht besser. Da drei Sterne, wie sich das richtig übertreiben. Ich auch. Wo ist Letzter? Letzter. Nimm den leichtesten aus. Ah, oh, ist nicht verfügbar, warum das? Es ist so einprogrammiert, dass du dann Bullen kriegst. Hat aber geil ausgesehen, mein Abgang. Der hat geil ausgesehen. Alter, das ist die Polizei hier. Schau mich mal zu meinem Auto. Warte. Ja, warte, ich hol mir jetzt schnell Speed. Fahr mal gerade aus zu meinem Auto, bitte. Ich hol mir schnell mal mein Beast und dann kannst du bei der Mine zeigen. Jo, ich fahr auch zu meinem Gelände. Geradeaus, immer weiter geradeaus. An dem Ammunition rechts an. Da vorne steht er, perfekt. Kann man das Söldnerfahrzeug tunen? Ja, nee. Kannst du. Doch, ich hab's schon tunen können. Ich hab's in der Garage, glaube ich, sogar irgendwo. Das probiere ich jetzt aus. Alter, ist der hoch. Ja, das ist der Sun King XL. Das Beast, sage ich immer. Der Wüste. Wer? Ja. Der Sun King. Ja. Guck doch mal das Biest an, ey, was hinter dir hoch vorkommt. Du schaust erst. Das wäre geil, wenn du hier Waffen drauf packen könntest. Auf dem Biest. Alter, voll in die Scheiße reingeschoben. Wer? Ja, irgendjemand ist mir hinten draufgefahren und hat mich in die. Hey, er da! Ich hab ihn reingeschoben. Er fährt hier so einen Scheiß zusammen. Oh, kannst du tunen? Ja.
Na Martin, mal. Speed-Duell. Welcher ist schneller? Nee. Da verliere ich, das weiß ich. Aber dafür komme ich einen Berg besser hoch wie du. Weil meine Räder höher sind. Das denke ich nicht. Jetzt warten wir mal auf ihm noch, dass er uns mal die Mine zeigt. Wenn man schon so viel Kohle hat und sich ein Random-Fahrzeug zusammentun kann. Na, und ich habe den Sun King damals auch als Random-Fahrzeug zusammengetunt. Ich habe den nicht gekauft, den habe ich mir gesucht, solange ich ihn gefunden habe. So. Stimmt das 8 Kilometer, kann das sein? Ja. Wie siehst du das? Der war vorhin in meinem Auto. Aha, stell mal bei mir ein, dass ich auch dass ich auch habe. Ich fahr schon mal vorne. Wow, so direkt geil jetzt zusammengezündet, ey. Auf die Kürze. Ja, hab's drin. Ist eh wurscht, kann man mit meinem fahren, oder? Wow! Wieder ein Bug, jawoll. Läuft. Die Tür ist auf. Nee, die ist nicht mehr auf, die ist zu. Hab's. Ja, ich hab sie zugemacht. Man schwenkt nach rechts, hab ich sie zugemacht. Und die Mine in der Wüste weißt du ja auch, oder? Ja, muss ich nur gucken. Ich brauche nicht großartig gucken, ich glaube, ich weiß es sogar auswendig. Da haben wir auch. Ding, das gibt. Voll ab als random Fahrzeug. Ja, und mein XL auch. Ja, mein Contender, dazu muss ich nichts mehr sagen. Nee, Foto machen. Nein! Nein! Boah! Scheiße! Der ist voll den Berg runtergerast, der Plattinger. Da konnte ich aber nichts machen. Konnte ich aber nichts machen, ich wurde hier weggeschoben, ey. Ach so, du guckst den Stream auch noch an. Mhm, von mir. Komm, Biest, hoch mit dir. Sag doch, das ist ein Biest. Bin schon wieder auf der Straße oben. Glaube ich von San Andreas, ja genau, die Huppe von San Andreas soll ich mal einbauen lassen. Muss mal aus Stream schauen, jetzt bin ich voll rübergezogen, ey. Voll im Drift, ey. Ich bin da. Statmeld sollte ich werden, hey. Ich
Ich mach schon mal die Tür auf, ne? Ach, da oben die Mine, ja, ja, die weiß ich auch. Oh. Was ist jetzt passiert? Er hat versucht, die Tür aufzumachen und hat sich gesprengt in die Luft. Na toll. Die Granate ist schneller zurückgekommen, als ich dachte. Wie zerstöre den Gefängnisbus, warum das? Wieso soll man den Gefängnisbus... gestartet wurde von GTA. Ach nö, soll man am Arsch lecken, ey. Du machst es aber auch umständlich. Warum? Ja, weil er es immer mit den Granaten macht. Er soll doch einen Hauptbomben mehr nehmen. Ja, super, oder? Fahr doch nicht auf meine Seite. So ein blöder Computerspieler, ey. Komm, ich pfeife einfach mal mit dem Biest drüber. Über die Berge. Die Bärenhöhle wisst ihr auch, oder? Nee. Ah, ich weiß die Bärenhöhle. Dann fahren wir da heute Abend auch mal hin. Von GTA 5 wurde der Bus befreit. Ihr wisst, dass man hier auch reinlaufen kann, ne? Ich weiß, ich hab auch nur auf euch gewartet. Super, wieso komme ich jetzt nicht rein? Die scheiß Tür liegt mir im Weg. Geht mal weg da hinten drin. Mir liegt die Tür im Weg. Geh weg! Oh. Nein! Boah. Dachte schon, jetzt bin ich dran. Was macht ihr? Nix. Die ist wenigstens beleuchtet. Die, wo ich weiß, die ist nicht mal beleuchtet. Wo ist sie beleuchtet? Ach, du bist es mit der Lampe. Darum. Ich mach mal hier den Licht an. Guck mal am Stream. Wenn hier was kommt, dann seh ich's. Auf jeden Fall. Machen wir's jetzt auch. Wo gehen wir hin? Hier durch. Ist egal, weil du hier vorne wieder rauskommst. Geh doch mal links und ich geh rechts. Ey, ich komm hier nicht weg. Stimmt, da kann man nicht... Ach, hier, du bist doch ein Ding hängen geblieben hier. Olecke, olecke. Leute, hört mal genau her. Hört man da nicht was wie so ein Schnaufen? Ja. Schon, gell? Krass. Was kann wohl hinter dieser Tür sein? Das ist der Wind, der wo da durchpfeift. Hast du die Tür auf? Die Tür geht nicht mehr auf. Komm, hier geht's weiter. Seid ihr noch hinten? Ja. Ja. Warte, ich komm mal hinter. Ach, schon wieder eine Station.
Nee, hier ist schon wieder eine Station. Ich geh mal links rum. Was da passiert? Ja? Nee, er war rechts rum. Ach so, du meinst vorne. Mhm. Rechts ist Endstation, aber links geht's noch weiter. Es sind so viele verzweigte Gänge. Ballert ihr gerade rum? Ja, das ist er. Hier ist auch wieder Endstation. Oida. DJ, mach mal die Tür. Hm. Aber ich glaube, die kriegt sie nicht auf. Wieder. Aua. Ich habe mich gerade selbst in die Luft gesprengt. Geh mal da vorne weg. Cool, ihr seid ja genau unter mir. Den Geist von Mount Guardoren wisst ihr schon, oder? Ich weiß gar nichts, Alter. Mhm. Ach so, der Geist, ja. Nee, den kenne ich nicht. Nicht? Cool. Nächste Herausforderung. Wie spät ist denn jetzt hier? 2.43 Uhr, müssen wir am nächsten Tag warten. Nächsten Tag zwischen 23 und 0 Uhr. Also in der Mühle geht's nirgendwo weit. Nö, 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 nö! Ah, boom, wow. Wieder runtergefallen. Ja, dann lassen wir zu den Bären-Dings da. Ja, da ist zwar kein Bär drin, der ist nur in Dings drin. In der Story ist er drin. Ich müsste erstmal da runterkommen. Ich stehe hier so blöd oben. Ich stehe hier echt blöd oben auf der Straße. Fuck, wir kommen nicht mehr raus. Wieso das? Die Tür ist zu. Warte, ich komm. Mhm. Ist offen? Die Tür war zu. Jetzt ist offen, oder? Ja. Ich muss erstmal nochmal auf der Karte gucken, wo das genau ist. Das dürfte hier drüben wo sein. Jetzt pass auf, wo ist denn hier das kleine Ding? Ob ich das noch finde, das ist die Frage. Aber wir können was anderes nachschauen. Ich weiß die andere Mine. Ja, jetzt gehen wir kurz aufs Klo. Natürlich hocken sie bei einem von euch ins Auto rein. Ja, am besten bei mir. Was sind wir denn hier?
Boah, es war knapp. Gerade, dass ich mich noch aufstellen hab können. Ja, danke! Mensch, du bist so ein Affe, ey. Kusch jetzt! Alter, wie schwer sind sie? Alter, wenn du die ganze Sicht versperrst, schau doch am Stream, das siehst du selber. Bist du doof auch mal. Leute, ich höre wieder den Chat. Wow. Ja, hier fliegt einer mit dem Chat. Hier fliegt einer. Hinten kommt noch einer. Ja. Alter. Boah, ich habe so ein gutes Headset, ey. Ich höre den Chat schon von der Weiten. So gutes Headset. Das Turtle Beach 3. Ey, ich hab den Chat schon von hinten schon wieder gehört. Darum sage ich, ich sage nicht umsonst, hier kommt ein Chat. Ich höre sogar die, wenn wir jetzt weiter oben auf dem Berg sind und es fliegt so ein Random Chat vorbei, den höre ich auch. Ich glaube, der andere will Ärger, der greift, glaube ich, an hinten. Kommt er zum Angreifen? Nö. Doch, dich greift einer hinten an. Oder? Ne, der greift andere Spieler an. Die greifen andere an. Haben wir unsere Ruhe. So, wo ist denn hier der doofe Aussichtspunkt? Wow! Jetzt da gesehen gerade? Hier müsste jetzt auch irgendwo eine Mine sein. Wow, kann man einen die scheiß Bäume wegmachen? Ich hab leider keine Motorwege. Das sind leider nicht den LS17. Jetzt irgendwo eine so Kackmine oder wo? Das ist auch nicht der Aussichtspunkt. Der Aussichtspunkt ist weiter vorne. Da ist jetzt der blöde Aussichtspunkt-Ding da. Die Plattform. Da vorne spawnt immer der Sand King. Kann ich mir nicht auch reinholen. Hol da halt einen.
Irgendwer ballert rum. Ja, ich hab mich gerade den Dings weitergemacht. Den Weg für. Ah, fuck. Du musst mit dem Sand King. Kannst du mit deinem Sand King einmal da hochfahren? Wo? Du musst hier einmal hochfahren, da hinter den Berg, dass der da vorne spawnt. Und Horsten? Der kommt erst, wenn du runterfährst. Ach so, wir haben noch zu viel. Der kommt mehr. Nein, 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 ich bin nicht so. Muss mal gucken, ich glaube hier vorne war nämlich einer. Hier ist einer lang gefahren. Ah, den hole ich nicht mehr ein. Der ist schon weg. Guck mal einfach mal. Hier ist. Ne, es ist keiner. Ja, ich bin gerade aus Versehen in eine Mission rein. Aber ich glaube da vorne. Ne, es ist ihm seiner. Das ist dein Wagen ist hier. Wie kommt denn der hierher? Ja, du bist doch gerade in eine Mission versehentlich rein. Ach so, stimmt, der kommt doch nicht hierher. So, jetzt suchen wir wieder natürlich Sun King, ist ja klar. Wenn's einen brauchst, findest du keinen. Wenn's keinen brauchst, fahren wir 5000 rum. Gefühlte 5000. Oh, hi. Du mich auch, oh, hi. Keine Ahnung. Hier, hier vorne ist was. Da ist was blau. Nein, eines Freundes. Das müsste dann hier sein. Die, wo deine ist. Nee, die ist ihm. Ihm seine. Sorry. Hast du keine, kaufst du dir schnell mal eine. Oh oh, Chat, Chat. Ich schaue immer die ganze Zeit um den Sun King, aber es fährt keiner entgegen. Ey, wer weiß denn jetzt hier die Aussichtsplattform hier auf der Seite? Wo? Das müsste hier oben sein. Müsste der Bunker hier vorne sein, irgendwo, die Mine.
Doink. Schläft da einer? Sieht so aus. Krass, schläft da einfach ein. Der schläft wirklich, oder? Das hört sich so an. Ja. Alter, wie kann man bei GTA einschlafen? Hallo, wach werden! Kingo! Kingi! Ich guck die ganze Zeit am Handy zu. Ja, ja, denkst du, eingeschlafen bist. Hast du geschnarcht? Ich hab... Schnauze. Selber Schnauze, wenn du schnarchst, oder? Dann wirst du auch wohl schlafen. Ach, ein Elegy. Custom. Die Arbeit ruft, ne, bis morgen. Bis morgen. Sultan S. Ja, das sieht sich in dem Ding ziemlich gleich. Tschüss mit Öl. Tschüss. Weißt du was, dann können wir zum Mount Guardo hoch. Wie spät ist denn jetzt hier? Ach, 9.53 Uhr haben wir noch einen ganzen Tag Zeit. Autsch. Da fliegen wir ein bisschen rum. Zwar nicht Fellum, aber das ist mir wurscht. Ist auch ein Flieger. Dem, wen ihr Wagen gehört, weiß ich nicht. Wenn er dich stört. Ich weiß auch nicht, wem er gehört, aber ich kann auf jeden Fall einsteigen. Aber nur auf Beifahrersitz. Mhm. Aber weißt du, was Assi ist? Was? Zerstören? Sorry, doch, ist Assi. Wenn er einsteigt und wegfahren will. Wumm. So, willkommen im Schrottflieger von Palace. Hier begrüßt Sie, Herr Kapitän. Bitte rauchen Sie und saufen Sie so viel Sie wollen. La 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 la. Ich wollte mal gucken, wo hier die Aussichtsding ist. Aber wo man immer diese eine Heli-Verfolgungsjagd da machen muss. Wieso habe ich jetzt Stern? Hast du mir einen Stern verpasst? Nee. Aber? Aber macht eben nichts, der ist gleich weg. Ich habe doch dem anderen sein Auto in die Luft gesprengt gerade eben. Mhm. Frechheit, einfach die Autos in die Luft sprengen. Ach, hier ist. Ist das hier die Aussichtsding? Nee, das ist es auch nicht. Da geht's so irgendwo zu so einer Aussichtsding hoch hier. Ist die nicht auf dem Mount Chiliad? Nee. Da gibt's doch eine Mission immer, diese Heli-Verfolgungsjagd, wo du da in diesen Dune Buggies einsteigen musst. Ah, Vierspieler-Mission ja. Ist das. Aber ist eh egal.
Hier war auch mal sowas, da war das Gesicht des Erfinders von GTA verewigt. Oh oh! Strömungsabriss! Boah, wow, fuck, 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 wir sind gleich sowas von tot. Oder auch nicht, doch. Wir sterben nicht, wir sterben nicht! Geil. Bist du auch tot? Ja, selbst. Ach, hier liegt er! Und hier steht er! Ich bin gerade zum Liegen gekommen und hier stehst du wieder! Geil! Das Gesicht ist aber nicht mehr da, oder? Ich weiß nicht. Aber jetzt hier ein Heli zu organisieren ist ein bisschen schlecht. Ja. Guck, hier liegt eine Tragfläche. Oh. Ach, und hier liegt das Wrack rum. Guck an. Da liegt. warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Warte mal. Liegst du noch? Nee, nee, nee. Das meine ich nicht. Ich meine was anderes. Muss ich aber erst hier hochkommen. Geh mal ein Stück weg. Und das noch runter, weiter runterbringen. Juhu! Jawoll! Läuft! Wollen wir Schlitten fahren? Ah, da wische ich nicht mehr. Jetzt ist zu schnell weg. Oh, leck mich doch am Arsch. Jawohl, ja, jetzt hängt's am Baum. Weißt schon, so aufspringen und Schlitten fahren. Juhu! Das, Schlitten fahren, Schlitten fahren, Schlitten fahren! Ja, guck, ich stehe oben! Ja, das könnte, das geht aber nicht, geht nicht. Fliegt nicht. Mach mal, was passiert. Du fliegst mitten in die Luft. Nö. Überhaupt nicht. Ja. Was sind das für Dinger? Rohrbomben! Geil. Ja. Ich wollte sie eigentlich ins Flugzeug reinschmeißen, aber es hat nicht funktioniert. Scheiße! Es haut ab! Ey, sollst du nicht ohne uns die Kurve kratzen? Hallo? Geht's noch? Alles klar. Lauf mal mit meinem Bier runter. Wo ist unser Schlitten? Weg! Der ist schon weg. Der ist unter uns losgefahren. Scheiße. Wetten, wenn er unten ist, ist er, wenn ich unten bin, ist er im, liegt er im Tal unten. Aber jetzt kannst du auch so einen Weg rauffahren dann. Auch nicht schlecht. Oh, ich habe mich gerade lang gelegt. Ich wollte auf den Bauch rutschen, funktioniert aber nicht. So meinst du wohl.
gibt auch einen Schneemann in GTA. Hm? Was für ein Ding? Ein Schneemann. Ja? Ja, da ist eine Halle drin, aber was ich jetzt wieder finde, ist die Halle. Da liegt unser Schlitten. Da liegt der Schlitten, guck an. Jetzt aber schnell drauf mit uns. Ja, den erwischen wir nicht mehr. Unser Schlitten hat ab. Aber dass das Ding immer noch da liegt, ey. Das war ein Stream, das müsstest du sehen, ey. Das im Stream, das war jetzt echt geil. Ich bin voll mit Flügel hochgeflogen. Jawohl. Ich muss ein bisschen leiser sein, weil sie unten schon alle wahrscheinlich pennen, ey. 0:05. Ja. Wo ist unser Schlitten? Unser Schlitten ist weg. Da rutscht er. Erwischt noch? Ja, ich seh ihn von hier. Er liegt im Tal. Und dran dem Tal. Ist auch abgefallen. Wer da? Der Flügel ist jetzt auch abgefallen. Der ist ja vorhin mit mir schon in die Luft geflogen. Dran dem Tal, ja, das liegt das kleine Schlitternlein. Ah, unser Taxi wartet da oben. Komm hoch hier. Ich hab schon ein Taxi bestellt. Ey, Neujahr war ja schon vor einem halben Jahr. Kommst du mit? Taxi! Und Taxi! Einsteigen. Nicht auf die Fahrerseite, du. Jetzt ist das auch geil. Oh oh. Schlechte Nachrichten. Hm? Ich sehe einen Chat, also ich höre einen. Da hinten ist er, guck, da hinten ist er. Ich seh ihn. Soll bloß wegbleiben, der Kerle. Wie er kommt. Drecksau! Ja, den erwarten wir jetzt am Mount Chillet oben. Na komm. Ja super, ich bin ganz unten wieder. Oh. Wo ist die Drecksau, die elendische? Wegflogen. Wegflogen ist er.
Das ist der Weg zum Mount Chiliad hoch, oder was? Ja. Was steht hier da? So, jetzt ist scheiße, weil wir unseren Heli nicht mehr haben. Ah, scheiße, ich kann nicht einmal. Jetzt warte mal. Okay, geht nicht, ist eh egal. Was wolltest du noch? Mal gucken, ob ich dich abschießen kann, aber geht nicht. So, den können wir jetzt auch nicht bestellen, nix können wir machen hier. Warte mal, wir könnten uns ein Fahrzeug drauf bestellen. Autsch. Soll ich einen Hubschrauber aufstellen? Der kann doch auch nicht landen hier. Ja, super. Hier kann er nichts hinbringen. Ja, war klar. Also ich muss bereits einen Fallschirm tragen, weil ich kann ihn nicht nehmen. Was war denn das? Random-Flieger oder was? Mhm. Den habe ich voll gehört. Voll an mir vorbeigefetzt. Schon krass. Setze das so gut. Hä, ich sehe dich im Ding hier. Infrarot. Kostet bestimmt auch ein bisschen was. Hast du die Waffe? Nee, der Headset, wo du hast. Mhm. War nicht teuer. 30 Euro. 30, 40 Euro. Hier kann nirgendwo ein Hubschrauber landen, das gibt's doch nicht. Du könntest dir da unten mal den Fallschirm nehmen, dann könnten wir vielleicht mit dem Fallschirm hier mal weg. Dass wir uns ein Heli organisieren. Weil ich habe nämlich einen schon Intus, ich kann mir den gar nicht mehr schnappen hier. Hier vorne gibt's einen Fallschirm. Hier. Den hier. Hast du? Oder hast du auch einen? Gar keiner. Bei mir. Bei mir ist hier ein Fallschirm. Hier. Bei mir nicht. Vielleicht hast du auch schon ein. Warte, ich hole einen Heli. Bis gleich! Wetten, der kommt mir hinterher? Ja! Du, weil du einen Fallschirm Intus hast. Darum liegt hier keiner. Ja. Aber ich höre schon wieder so einen scheiß Chat. Ja, links drinnen. Boah, dass man den so weit hört, das ist ein Wahnsinn. Ein Heli ist es.
Ja, die machen Munitionslieferung. Ja. Sollen wir die ärgern? Nö. Nicht unbedingt, oder? Die mussten schon gut sein. Ich will jetzt keinen Stress unbedingt. Oh, Brä! Scheiße! Aber wenigstens kann ich jetzt unseren Heli wieder bestellen. Pilot an Co-Pilot, bin abreisebereit. Ich bin da. Okay, take off. Nicht rumballern. Ach cool, ich könnte auch schießen. So, war die Fratze hier drin oder drüben drin? Muss mal gucken, da ist irgendwo ein Gesicht in Stein gemeißelt. Mehr auf der linken Seite. Hier sind die Schutzpfeilen. Mehr auf der linken Seite. Da ist es. Wo? Weiter unten. Da. Ah ne, das ist die Sonne und ein Auge. Hast du das auch schon gesehen? What? Da war eine, da ist eine Wolke und eine Sonne. Hier ist auch was. Siehst du das? Ne, es ist Laub. Das ist ein neues Ding hinzugefügt worden. Wie Wolke und Sonne, hä? Das ist. Rechts oder wo? Links oder rechts? Das habe ich nur. Das habe ich gerade durch die Kamera gesehen, wo ich drin war. Ich schieß mal hin. Ja, ich muss gerade gucken, wo es noch mal ist. Ich sehe es gerade nicht mehr. Oh, 20:59. Da unten ist es. Da unten. Wo unten? Dort, wo es brennt. Ach, da unten! Ach, das UFO! Geil! Geil! Neues Easter Egg. Das ist was Neues. Das ist neu! Das kenne ich noch gar nicht. Das ist neu. Okay. Hier war nämlich immer das Gesicht drin von dem Erfinder. In der Höhe irgendwo. Das ist alles neu. Übrigens, wir könnten hinten zum Mount Gordo fliegen. Ist bald soweit. Ah, dort wo das geile Gespenst hinkommt. Mhm. Wie heißt denn dein Stream eigentlich? Muss mal schauen, entweder findest du es unter Plattlinger oder Martin Eckerl, E-C-K-I-R-L. Also hier ist der Mount Gordo. Da müsste irgendwo der Leuchtturm sein. Wo ist denn hier der Leuchtturm? Da unten ist der Leuchtturm. Guck mal in YouTube, da findest du ihn.
gibst du mal Blattlinger ein oder? Martin Eckerl. Oder Martin Eckel. Eckerl. E-C-K-E-R-L. So, hier ist der Mount Guardo. Na, ist es hier hinten? E-C-K-E-R-L. T-K? E-R-L. R-L. So, hier sind wir richtig. Wir versinken ins Programm rein. Also, um 23 Uhr circa kommt hier ein Gespenst, hier auf der Stelle. Ach, hier unten. Was macht das? Nix. Es ist da. Der eine, also hier von dem Spiel, da gibt's einen, der hat seine Frau versehentlich die Klippen runtergestoßen. Und der Geist erscheint jede Nacht, um hier sozusagen klar zu machen, hey, hallo, du hast ja was angestellt. Jetzt warte mal, wie spät ist es? Hier kommt 22, 33, 34, warte mal, ich sag das dann. Ich sag das, wenn es soweit ist. Martin. E-C-K. E-R-L. L. Ja, da gib mal Spiele Live-Übertragungen Plattlinger ein. Vielleicht findest du das. So, Achtung, in 3 Minuten. 2, 23 Uhr. Uah, nein, ich wurde keine Sitzung. Nein. Oh, scheiße, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Ich depp. Hier muss mal gucken, hier hinterm Berg. Hier muss da rauf gehen. Nein. Ich. Nee, Martin. Ja. Nein, wo bin ich denn jetzt drin? Ich bin irgendwo gerade reingegangen, ich Idiot. Ja, ich auch. Ich will da nicht rein. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Tag warten. Oh nee. Fuck. Geh einfach raus, dann müsstest du eh dort sein, wo du warst. Ja, das ist er. Ja, wir sind ja. Ich bin hier draußen. Bin hier wieder dort, wo ich war. Ja, du hast bei mir das Spiel verlassen. Komm her, der Geist! Ja, du hast bei mir das Spiel verlassen. Ich muss erst wieder zu dir beitreten. What? Sei mal still! Ich bin nicht mehr bei dir in der Sitzung, Platti, du hast die... Alter, ich hab grad Gänsehaut, ich hab was gehört, irgendwas. Sei mal still, bitte. Ob die was sagt? Das wäre nämlich auch neu. Siehst du am Stream zu? Ja. Das war da, das war da. Die war da. Das ist immer noch da, das ist immer noch da. Es ist 0:04. Jetzt ist es weg. Ja, weil es schon 0:04 ist. Wir sind nur zwischen 23 und 0 Uhr da. Aber willst du gerade einen Schau über den Rücken laufen? Ich habe irgendwelche Stimmen gehört, ey. Am rechten Ohr. Da war irgendwas. Alter. Die hat bestimmt was gesagt. Ja, es war jetzt kein Witz, ey. Boah.
Das heißt, ich komme jetzt wieder zu dir geflogen, ne? Mhm. Obwohl ich nicht fliegen kann, aber ich probiere es nicht. Wenn du nämlich hier das Internet aufmachst, da kannst du doch in die Programme rein irgendwo. Medien, live in da. Live in Welt ist derzeit wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar. Bla 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 bla. Ja, ja, immer wegen Wartungsarbeiten. Die Kinder des Berges, so ein Schmonne. Children of the Mountain. Die Kinder des Berges sind weltweit führende Anbieter von Selbsterfahrungslehrgängen mit über 1000 virtuellen Büros in 25 Ländern, den Firmenzentralen auf den Cayman Island. Ach, das ist die Ding der Nackten da, weißt du? Könntest denen sogar beitreten, will ich aber nicht. Dem, wo den Gespenst machen, oder was? Nee. Das Gespenst dauert jetzt wieder eine Zeit. Der Zug ist abgefahren gerade. Ich bin ja gerade am gucken, Woodstock Cash and Carry. Ob es vielleicht den neuen Chat, weil da soll ja noch ein Chat rauskommen, ein neuer. Okay. Den Duke O'Dev, den habe ich schon. Aber hier oben die Fahrzeuge habe ich noch gar nicht alle. Insurgent, den wo du dann ein Dings anbauen kannst, glaube ich, ist das, oder? Mein Geschütz. So, ich komme jetzt zu dir geflogen. Ja. Okay, kostet 1,5 Millionen. 2,1 kostet der. Na cool. Das Geld hast du doch, oder? Nee. Tja, ich bin aus dem Berg runtergerutscht. Und deine Frau oder deine Freundin lacht sich eins. Ja, weil die dein Steam zuguckt. Mhm. Nein, schon wieder auf die Fresse gelegt. Aber wenn ich dich hört. Dachte, du bist unterwegs? Ja, die fliegt zu langsam. Wer die? Die Tussi, wo mich abgeholt hat.
Ach, bist du kommt dabei mit Weihnachten? Ja, ich bin gleich da. Guck, hier steht mein Biest unter Heli. Ist das geil. Das Biest steht hier unter Heli. Noch 1500 Meter. Jetzt spiele ich auch schon so lange, aber hier oft, hier oben an der Sendezentrale war ich auch noch nie. Hier war ja Dennis auch noch nie. Cool, hier liegt gleich mal ein Fallschirm rum. Kommt drauf an, wo. Ich sehe nämlich dich gerade nicht. Bam, ich bin gegen. Bum, bum. Was? Ich bin gegen die Wand geflogen mit meinem Fallschirm. Ich bin da unten an den Schienen. Wo gerade der Zug drüber geführt ist. Ach, da bist du! Ja, ja, weißt du warum? Da haben sie gerade die ganzen Symbole überlagert. Die von der Stadt und alles. Darum habe ich dich nicht gesehen. Ja. Sind sie der Pilot, wo mich abholen? Ja, aber ich glaube nicht, dass sie in meiner Organisation dabei sind. Muss ich erst mal gucken. Ich glaube, ihr Hubschrauber stürzt gleich ab. Nö. Jetzt hoffen wir mal, dass kein Zug kommt. Naja, schnell einsteigen. Uhr. 4:35 um 7 soll man in München sein. Und sowas nennt sich ein Schnellzug. Theaterstück von uns, das war so geil. Muss mal gucken, Ludwig Thoma, erste Klasse. Das ist ein richtig geiles Stück. Ja. Ist zwar in Schwarz-Weiß, aber es ist ein geiles Stück. Das haben wir nachgespielt letztes Jahr. Dieses Jahr. Das hat man nachgespielt. Nee. In GTA oder? Nein, nein. In echt haben wir das mit der Theatergruppe nachgespielt. Okay. Aber wer nicht richtig bayerisch versteht, der hat ein bisschen zu kämpfen, um es zu verstehen.
irgendwas passiert, weil bei mir ladet es die ganze Zeit. Ich höre sogar die Rotoren ordentlich, wie es gehört. Ist das geil. Wenn ich Gas gebe oder vom Gas runter gehe, dann höre ich die Schwingungen besser auch. Oder nicht so gut, wie es halt ist. Wie es halt sein soll. Ey, das war ein bisschen zu sanft, die Landung. Schön schaust du aus. Was treibst du? Die Waffe, wenn du umrüsten könntest, die wo ich jetzt hab. Klar. Meinst du wohl in MK2? Ja, ist aber da ist aber die MG ist das. Kann man die MG auch in MK2 umrüsten? Guck mal. Cool. Warte mal, wir fliegen mal zum Bunker runter. Ich muss immer, da muss ich jetzt mal ein bisschen Cookie machen. Schauen wir mal, was los ist. Oh, Smoking. Oh, ein bisschen rauchen. Oh. I smoking. Ich höre schon wieder so einen Dreckschat. Ich sehe aber keinen. Ich auch, aber ich sehe ihn noch nicht. Ah, ich höre aber was. Ja, hören tue ich ihn auch. Ich spring mal lieber ab, hä? Der fliegt da einfach weiter! Hast du jetzt die Steuer übernommen? Nee. Nee. Ich bin mal abgesprungen vor die Steiber. Ich auch. Tags Brennholz. Oh, warm. Wirst du denken, was ist jetzt schon wieder? Was? Wirst du denken, was ist jetzt schon wieder? Nee. Ist aber auch das Bunker. Oh, Forschung ist schon sehr weit vorangeschritten.
guck mal nach, was das nächste sein könnte, was sie fertigstellen. Forscht nur, meine Freunde, forscht nur. Zugewiesenes Personal für Bravo, ich weiß es nicht. Ich will das jetzt schauen, was das ist. Ach, hier die Vollmantelgeschosse für Gegner MK2. Ah, geil, Vollmantelgeschosse. Sind fertig. Das muss ich auch noch machen. Ich habe auch noch keine Vollmantelgeschosse für MK2. Ich muss jetzt mal gucken, aber die werden teuer sein. Die werden sehr teuer sein. Hast du schon alles, deine mobile Kommandozentrale so aufgerüstet, dass du alles tun kannst? Ja. Ja, weil das hab ich mal einer gefragt, sag ich auch. So, wenn du in deiner mobilen Kommandozentrale nichts drin hast, dann kannst du auch nichts tun. Nee, dann geht's nicht. Weil er mich gefragt hat, ja, ich habe jetzt das mit Panzer freigeschaltet, ich habe das freigeschaltet, da freigeschaltet, kann es aber nicht anwenden. Ja, so, muss man mal in die Kommandozentrale reinschauen. Ey, wir könnten hier noch 2-3 Missionen machen, von dem hier. Wäre nicht schlecht. Können wir eigentlich machen. MP. Sturmgewehr, Karabiner. Gefechts-MG, schwere Scharfschützengewehr. Wow, Gefechts-MG, krass. Alle 113.000 kostet jetzt auf MK2 aufzurüsten. Ja, die haben. Doch, die habe ich schon. Jawohl. Vollmantelgeschosse. Alles klar. Sturmgewehr. Magazine. Vollmantelgeschosse. Karabiner. Magazine. Vollmantelgeschosse. Habe ich schon. Schwere Scharfschützengewehr, Magazine, Vollmantelgeschosse. So, jetzt dürfen wir aber was machen. Jetzt schaut's doch geil aus, das Karabinergewehr. Jetzt warte mal. Hier, glaube ich, waren das mit den Missionen, ja. Ja. Dann machen wir doch das gleich. Glaubst du, das reichen zwei Leute? Ja, wenn wir gut sind schon, oder? Ja. Machen wir es doch einfach mal. Bekommen wir auch Geld, oder? Und sowas. Ja. Ach, das Unwetter war noch, was die Dinger runterschießen musst. Ne, ich weiß schon. Wir müssen jetzt hier einsteigen und dann müssen wir die ganzen Helis vom Himmel holen. Die ganzen. Du schießt, ich fahr. Boah, du Drecksau. Unsere Buchhaltung möchte ihn sofort unzerstört zurückhaben. Ja, da kommt jetzt so ein Ding, ein Erzer.
den Dings-Heli hier, den müssen wir runterholen. Hier, da vorne fliegt er. Guck. Auf den Heli schießen. So, nächster. Hoppala. Nein, Warlick. Fahrkünste unter aller Sau. Müssen ja auch die Leitplanken rumstehen. Ja. Ah, der kommt. Oh oh, der hat noch andere Helis als Eskorte, also Vorsicht. Schieß erstmal den Dings runter, den Kampfheli. Gut, und jetzt den Cargo Bob. Raus dem Weg. Was mach ich denn? Pff, Alter, das war's knapp. Ach ja, das ist die müssen wir runterholen, die wo startet. Er startet ne Dings, ne. Den meine ich. Spring doch rein, ey. Jawohl. So, die nächste fliegt überm See. In Sicht. Wieder ein Heli hinter uns, aber das interessiert jetzt gerade nicht. Super!
Läuft doch eh zu zweit. Wunderbar. Ja, wie willst du die Mission zu viert machen? Kriegt man dann noch so einen zweiten? Ja, Wagen oder ja, was? Ja. Geht schneller. Ach so. Ach, das mit Los Santos Dreieck ist schon krass, gell? Ja. Spawnst du einfach mal weg. Nein, nicht den Berg reinfahren. Schnell, sonst ist der, sonst schafft er sein Ziel, dann haben wir es verloren. Ach, das ist ja gar nicht. Nee, das waren. Das ist ein Kampfheli. Boah, scheiß Idioten, ey. Wir sind zu nah an ihm dran, ich kann nicht mehr auf. Ja, ich weiß, wir haben aber einen anderen Deppen hinter uns. Ja, super. Vollidioten. Ihr verdammten Arschlöcher hinter uns. So, hier stehen sie irgendwo auf der Brücke, die Idioten. Ja, hier vorne. Da war ich wohl zu schnell. Hinter uns. Ja, ich kann mit dem Gewehr nicht schießen, weil das lässt nicht sehen. Juhu! Spawns. Und tschüss. Und ein Schuss und die sind weg oder wie? Motor gezielt. Warum's? Boah, das war knapp. Ja, machen wir noch zwei oder drei, oder?
Ja, kein Problem. Ich geh mal da vorfahren. Jetzt. Unbarmherzige Mode. Na? Jetzt der Lade. Mhm. Na ja, super. Einfach mal mitten in der Stadt gespawnt. Ich bin noch gar nicht gespawnt. Wie, du bist noch gar nicht gespawnt? Und ich bin noch nicht geladen. Na toll. Jetzt schon drin? Ja. Mitten in der Stadt. Ja, ja. Haben wir gleich. Ich hab mal mein Goliath angefordert. Kennst du noch Knight Rider, oder? Ja. Dann kennst du auch den Goliath, oder? Normalerweise. Du meinst den Ruinier? Nee, den LKW, den Bösen da, den Goliath. Ah ja. Warte, ich komm mal mit der Zentrale runter. Komm mal raus, weil sie gerade ich bin. Warte, ich komme hier auf die Straße raus. Ach scheiße, hier geht's dann oben drüber, da will ich nicht hin. Versuch mal mit der Zentrale umzudrehen. Ne, ich muss ja umdrehen, weißt du? Aber ich muss mal hier der Riesenzentrale umdrehen. Goliath. Goliath. So, könnte man eigentlich den zweiten anfordern, dann das zweite Ding hinten. Ja. Die Mission. Nicht wegfahren! Bleib stehen! Fährt er einfach los? Ich hab gedacht, du wärst schon drin. Mm-mm. Oh, hört sich an wie bei Knight Rider damals.
Den ganzen Computer. Mach mal die mal. Wie kann man sich da eigentlich Missionen freischalten nach und nach? Boah, da musste glaube ich nach und nach nach den Forschungen ist es glaube ich, wie viel du erforscht hast. Und so. Guck mal, was das für Scheiße ist. Halbkettentüren. Campino, wie liegst denn du da? Hm? Gerne. Ja. Habe ich schon mal gemacht. Ich weiß Bescheid. Kommst du? Ja. Ach, du bist im Boot. Ja. Hab ich gerade gesucht. Oh, leck! Wumm! Net. Sieht so das Objekt. Mhm. Also, die Halbkettenfahrzeuge sind hier vorne. Irgendwo. Hier drin stehen die. Ja, ich würde sagen, wir rotzen alle weg und fahren dann raus, oder? Ja. Ja, lässt uns ja mal wieder raus. So, die dürfen wieder einander nicht sehen, da glaube ich. Jetzt haben wir das Problem, der hat mich gesehen. Aber so eine geile Waffe, die wo ich habe. Kommst du mal? War jetzt gerade die Hölle los. Achtung! Da. Wir schießen uns den Weg frei, oder wie?
Kommt wieder einer von hinten. Du kreist nicht von hinten, das garantiere ich dir. Alter, die Fahrzeuge kannst du gar nicht angreifen, weil wir müssen die hacken lassen. Schütz mich mal! Wow, fuck, Alter! Alter, ich bin gerade gestromt worden! Greif da nicht dran, kriegst du eine geschossen! Hä, hey, ich hab's gerade gemerkt! Jetzt ist das zweite. Ja, wir müssen das irgendwie hacken, aber wo? Hacke die. Hilft dein Team zum. Hä? Zum Hacken? Ja, du musst mich schützen. Ja, die kommen von überall. Hast du das? Komm, okay. Stell dich hinten drauf. Ich bin aber nicht hinten oben jetzt irgendwie. Egal. Jetzt bin ich mit dem Ding hier raus. Heli. Jetzt kannst du drück lang Dreieck, dann kommst du hinten drauf. Komm jetzt drauf hier hinten! So. Macht nix. Kaum Feli ist auch noch, ich glaube, ich spinne. Alter, wer soll die alle bekämpfen?
Naja, wir haben uns eh gut gehalten. Da ist das Ding! Ja, so schwer war jetzt das auch nicht, ey. Also Gott, da kommen gleich 5 Helis, ey. Die muss ich erstmal wegbringen. 5 Stück von den Mistdingern. Mhm. Geh mal auf Fortbahn. Boah. Jo, das war's erstmal wieder von GTA für heute. Eh schon 2 Stunden, über 2 Stunden. Wir spielen ja noch ein bisschen und ich melde mich dann irgendwann wieder zurück. Hat den ganze Zeit noch den Stream laufen, ey.